Manchmal ist es gar nicht einfach, ruhig zu bleiben. Aber so abgeklärt, wie Martin Keimer auf den Grüns dieser Welt ist, so souverän ist er auch im Autogrammeschreiben. Deutschlands Golfer Nummer 1, ein Sympathieträger, genauso wie Bernhard Langer. Der Mann, der Golf in Deutschland überhaupt erst populär gemacht hat. Die Erfolge, die er hatte und auch jetzt noch hat, sind sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube nicht, dass ich jemals so nah daran kommen werde wie, ja, beziehungsweise die Erfolge, die er schon hatte, sind wirklich sehr, sehr schwer zu wiederholen. Ich versuche natürlich mein Bestes und mein Ziel ist es natürlich auch, wie Bernhard Langer mich damals inspiriert hat, versuche ich natürlich auch, Jugendliche zu inspirieren. Ja, ich glaube, er hat einen sehr eleganten Schwung, eine gute Technik und so vom Charakter her, auch wie er sich gibt in Interviews und allgemein, wie er Menschen behandelt, ist hervorragend und er ist sicherlich ein gutes Idol für die Jung zum Nacheifern. Ein größeres Lob kann es für Keimer gar nicht geben. Langer gab sich bei den Schüko Open Vorsicht, Klapperschlange. Leicht und locker. Dabei erkennt er in Keimer eine Eigenschaft wieder, die auch ihn früher ausgezeichnet hat. Wir haben wohl beide, waren schon sehr früh erwachsen, sagen wir mal so. Schon mit 16, 18 Jahren haben wir uns benommen wie 30-Jährige. Ne? Da gibt es ja andere, die brauchen ein paar Jahre länger, bis sie da hinkommen. Und das hilft im Golf, glaube ich, schon sehr, dass wir sind auch beide sehr ausgeglichen. Martin Keimer mit 15 Handicap 0, bester Neuling der European Tour 2007. 5 Turniersiege insgesamt und jetzt bei der US Open die 2. Top-10-Platzierung bei einem Major. Und jetzt geht es auch noch nach St. Andrews, The Open. Angst? Respekt? Ehrfurcht gar vor der Geschichte? Dem unfassbaren Golfplatz? Nee, Ehrfurcht nicht. Ich freue mich einfach auf das Turnier. Ich weiß ja, dass bei Majors die Plätze immer sehr, sehr schwer sind. Werden sehr, sehr schwer ausgelegt für uns. Und ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Und bei solchen Plätzen muss man sehr, sehr geduldig bleiben. Und es ist einfach eine super Herausforderung. Und das finde ich toll, gerade bei solchen Turnieren. Es sollen die schwersten Voraussetzungen sein, weil auch die besten 140, 150 Spieler der Welt mitspielen. Und von daher freue ich mich riesig drauf. Bernhard Langer hat Martin Keimer noch vieles voraus. Das ist auch eine Frage des Alters. Erfolg ist immer die persönliche Sicht der Dinge auf eine Karriere. Bei Langer ist der Ehrgeiz und die Lust auf Golf, auf Erfolge immer noch vorhanden. Das ist sein Antrieb, seine Persönlichkeit. Auch wenn er, pardon Herr Langer, zum zumindest etwas älteren Eisen gehört. Ich bin jetzt 4 Wochen in Europa, habe ein bisschen Urlaub und dann spiele ich die Senioren British Open mit und habe noch ein paar andere Verpflichtungen mit Sponsoren. Langer bei den Senioren British Open, Keimer bei den British Open. Erfolg wäre für beide wichtig, aber auch für Golf Deutschland. Denn sowohl Keimer als auch Langer sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 2 Sympathieträger, 2 Topathleten, 2, die noch viel vorhaben.